Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute den einfachen Maschenanschlag. Dazu braucht ihr zwei Stricknadeln und Wolle, die dazu passt. Zieht euch einen längeren Faden aus der Wolle heraus, denn wir beginnen unseren Maschenanschlag nicht am Ende der Wolle, sondern in der Mitte eines längeren Fadens. Je nachdem, wie viele Maschen ihr aufnehmen wollt, zieht ihr euch hier Faden heraus. Ihr haltet die Stricknadeln in der rechten Hand zwischen Daumen und Zeigefinger. Legt euch eine Schlinge. In diese Schlinge geht ihr mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand hinein, von oben, und dreht die Hand einmal um. Ich zeige es euch nochmal. Schlinge, hinein von oben, Hand nach oben drehen. Haltet die beiden losen Fäden mit den restlichen Fingern eurer linken Hand fest. Und dann geht's los mit dem Maschenanschlagen. Von unten in die Daumenschlinge hinein, von oben in die Zeigefingerschlinge und beim Daumen wieder durchziehen. Loslassen und festziehen. Jetzt habt ihr schon die erste Masche auf eurer Nadel. Ihr spreizt wieder rein zwischen die beiden Fäden, dreht um, beim Daumen hinein, beim Zeigefinger von oben und durch die Daumenschlinge durchziehen. Ich zeige es noch mal ganz langsam. Zwischen die Fäden mit zwei Fingern umdrehen, unten beim Daumen hinein, oben beim Zeigefinger und festziehen. Und noch einmal spreizen, unten beim Daumen hinein, oben beim Zeigefinger festziehen. Wenn ihr das ein bisschen geübt habt, gibt es irgendwann eine flüssige Bewegung, die in etwa so aussehen könnte. Rein, rein, durchziehen. Rein, rein, durchziehen. Rein, rein, durchziehen. Nochmal zum Abschluss, damit ihr nicht spulen müsst. Ganz langsam zwischen die Fäden hinein drehen, hier festhalten die beiden Fadenenden, die kommen da unten raus, von unten in den Daumen, von oben beim Zeigefinger durch die Daumenschlinge durchziehen und festziehen. Und schon haben wir Maschen auf der Nadel. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaut euch gerne meine nächsten Videos an. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn ich euch geholfen habe, oder abonniert meinen Kanal. Bis bald, deine Wollfreundin.